So, okay, damit sind wir jetzt auch für das YouTube-Video da. Und dann gucken wir uns doch hier mal ein bisschen um. Was ist das denn? Achso, das sind... Dings. Okay, hier gibt's aber nur... Okay. So, guck mal, das kann aus dir werden. Wenn du ganz viel groß und stark wirst. Jetzt wegen der Kamera. Da. Ja, tatsächlich Low-Level, ne? Viecher. Das hat echt lustig hier. Und hier war ich nicht im organisierten Encounter. Achso, okay, da kriege ich auch nur das Vieh. Ist auch nur Sinnesack, okay. Geh mal weg da. Ich glaube nicht, dass ich hier in dem Wald irgendwie noch andere Pokémon finde, die ich noch nicht habe, oder? Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Ein XP. Stark verpasst, ich krieg sogar 5 XP. Und ich krieg 79 Watt. So, hier haben wir das erste Mal gegen das große Pokémon gekämpft. Oh, okay. Und hier ist auch instant, wie so ein Schalter. Wird hier umgelegt und dann ist hier einfach mal eiskalt auch ein Smogmog unterwegs, ne? Und dieses Marienkäfervieh. Maritelli. Krass. Holy shit. Oh Gott, komm schon. Du musst dich gleich übertreiben, nur weil du 10 Level aufgestiegen bist hier, ja? Smogmog unterwegs, oh Mass, ey. Okay, also hier gibt es tatsächlich nicht so viele unterschiedliche Pokémon. Gibt es auch nur die, die es sonst überall auch gibt. Hier hat doch irgendwas geblinkt. Da. Top-Genesung, okay. Rechts oder links? Rechts oder links? Hier gehen wir links lang. Marienkäfer, Marienkäfer. Smogmog. Ach, siehst du, ich wollte noch was probieren, wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind. Aber mal random was tauschen, mal gucken. Ich hatte doch hier irgendwo
Nee. Wo ist denn... So, und jetzt gucken wir einfach mal. Wenn das jetzt einfach mal machen. Gucken wir mal, ob da was passiert heute. Einfach mal machen hier. Mentalkraut. Moin. Da hinten ist auch noch ein Pokéball. Hoppala. Oh, okay. Flunschlick. Lol, no, hier war doch eben gerade noch ein anderes Vieh. Wow. Warum? Ja, da. Somnium. Ich weiß nicht, ob das. Also es, entweder hat das noch eine Entwicklung oder es ist schon die zweite Entwicklung. Das weiß ich gerade leider nicht. 45. Das macht gerne. No. Mal gucken wir mal, dass wir das schnell gefangen kriegen hier, damit mein. Kramor nicht einschläft. Sehr gut. Perfekt. Somniam wurde gefangen. Ja, Shellcrab. Traumfresser, stimmt. Das ist auf jeden Fall ein... Kann man da unten? Rauchball. Oh. Ach so. Okay. Das heißt, wenn ich das... Oh, da steht er. Nee, warte mal, das möchte ich noch nicht. Ich möchte tatsächlich dann mir auch noch die andere Seite hier von dem Wald angucken. Gibt es hier noch irgendwas? Oh, okay. Hier komme ich also rüber. Da hinten kann ich angeln. Aber dann, was heißt das dann? Von da hinten, das mache ich wahrscheinlich von hier aus, ja? Okay. Na, Weser brauche ich nicht. Das könnte ich mir entwickeln. Das wird nicht gefangen. Gefängt. Da leuchtet was. Ein Elixier. Holy shit. Achso, das ist eine Rauchschwade von dem Vieh. Was ist das denn? Phantomkraft. Okay. Nee, ist hier nicht. Let me mal in Ruhe, please. Klar, da fliegt ja einfach ein Kram rum, Alter. Holy shit, da ist auch noch eins. Das ist so riesig. Lass mich mal durch. Okay. Wow.
Nebelsamen. Nebelfeld aktive spezielle Verteidigung. Oh, okay. Achso, und hier kann ich nur einmal angeln. Gibt es irgendwie ein spezielles Pokémon, wenn ich hier angle? Nö. Okay. Weil das so ein spezieller Angelplatz ist, hätte sein können. Aber es sieht nicht so aus. Komm schon. Gerade kacke, dass du da rumläufst, Kramor. Ja, eigentlich auch egal. Gut, ich glaube, damit habe ich hier alles abgegrast und dann können wir einmal weiterlatschen hier. Da glitzert nichts. Der Nebel ist ja noch dichter als damals. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass. Nee, letztes Mal war der Nebel dichter. Oh, hoppala. Oh! Wen haben wir denn da? Oh, okay, sie erscheinen einfach und sind dann wieder weg. Okay, ich dachte, jetzt kommt hier der Special Fight mit der Möglichkeit, das jeweilige Pokémon zu fangen. Aber. Gerade in den Wald verschwunden. Was fadet sie denn da außer euch? Weit niemand zu sehen. Ja, natürlich nicht. Sakian, das steht, das heißt Samazenta. Zum Glück habe ich die Edition mir ausgesucht mit dem Pokémon, das leicht auszusprechen ist. Für den Livestream. Okay, wir sind in einem Pokémon begegnet. Aber treib's gleich wieder, Junge. Übrigens, mit dem Tauschen scheint super gut zu funktionieren. Gar nicht. Die Atmosphäre aussehen, die gehen definitiv auf der Spur. Ja, das würde ich auch sagen. Ein zerkratztes Schild und ein rostiges Schwert. Das Schwert und der Schild, die Legende ist also wahr. Rostiges Schwert. Sein Held einstmals großes Unheil abgewendet haben. Rosti der Zahn der Zeit haben jedoch. Spuren hinterlassen. Okay. Okay, ich nehme den Schild. Echt schon bessere Tage erlebt. Die Pokémon des Schwertes und des Schildes hingegen scheinen in einen tiefen Schlaf gefallen zu sein. Sieht so aus, als seien wir doch uns allein gestellt, wenn wir Dillian helfen wollen. Kann ich noch irgendwas mit dem machen? Quatsch, denn irgendwas?
Oh, okay. Ja, auf geht's. Muss dann jetzt nicht hinlatschen. Begib dich zum Klar-Stadion. Und dann ist Timing. Das ist genau das direkt. Assistentin von Rose meinte, er wollte die Galaregion mit Hilfe der Energie retten, die irgendein Pokémon abgibt. Blasses ein Schimmer, wie das funktionieren soll. Okay. Mir ist es piep egal, wie gefährlich diese finstere Nacht auch sein mag. Ich weiß nur eins. Ich muss meinem großen Bruder helfen. Das ist die Hauptsache. Alle wurden von Serena Leiter und Pokémon rechtzeitig aus der Gefahr gebracht. Sehr gut. Perfekt. Danach also mit dem unschlagbaren Champ sowie den nächsten. Alle Challenger und seinem Rivalen zu tun, da kann man ja schon fast Mitleid haben, aber nur fast. Ist natürlich du gemeint. Jetzt ab ins Stadion. Na dann. Du musst mir helfen, Challenger, und zwar sofort. Ich meine natürlich, bitte hilf mir, bitte, bitte. Okay. Ist im Stadion aus der Kontrolle geraten, Roy hat das. Wenn sich die anderen Pokémon hier auch dünner maximieren, sehe ich schwarz. Was, wenn das unterirdische Energiewerk, in dem sich die Liga-Präsident aufhält, einstürzt? Die Liga-Präsidentin, der Liga-Präsident aufhält. Ich weiß, das klingt verantwortungslos und egoistisch, aber ich flehe dich an. Bitte begib dich in unterirdischen Energiewerk und halte den Liga-Präsidenten auf. Bin auf dem Weg. Er hat ein Pokémon namens Endinalos erweckt. Aha, okay. Na dann, fahren wir mal nach unten. Achso, wir sind schon unten. Okay, alles klar. Oha. Ich glaube, da war mal ein Pokémon drin. Kämpfe ich jetzt gegen ihn? Mit der Antwort hatte ich nicht gerechnet. Du bist offenbar nicht auf dem neuesten Stand. Das gibt's nicht. Gibt's nicht mehr auch seit der finsteren Nacht. Ach, kann da jetzt ein Dinalos. Das stärkste aller Pokémon ist bereits erwacht. Oh, toll, okay. Ich weiß genau, was du jetzt denkst. Der ist für einen bösen Menschen. Ein bisschen, ja. Du kannst keinen Funken. Ja, du hast kein Funken Verständnis für das, was ich hier gerade tue. Das rote Licht, das in Klaus City für so viel Aufregung gesorgt hat, war Teil eines Experiments um in den Nalos zu erwecken. All das sind Funkführungen. Region, verstehst du? Ich werde nicht zulassen, dass du mir dabei in die Quere kommst. Das heißt, ich werde jetzt gegen ihn kämpfen müssen wahrscheinlich, wa? Ja, er hätte es erwartet. Rose von Makrokosmos forderte mich heraus. Na dann. Cavalanzas.
ist ein Stahlkampf-Pokémon, glaube ich. Oder nur Stahl, oder was weiß ich gerade nicht. Anscheinend geht hier die Dynamaximierung. Ich weiß halt nicht, ob es auch gleichzeitig ein Kampf-Pokémon ist, da bin ich ehrlich. Sieht nicht so aus. Schwertanz. Eisenschädel. So, noch Pflücker und hoffen, dass es danach besiegt ist. Jawohl. Stärker bereit, Level 21. Ja, komm, lerne Blubstrahl, ist mir egal. Scheiß auf Säure. Klick die Klack. Ist da wahrscheinlich dieses komische Uhrwerk da, beziehungsweise die Zahnräder, ja, die Entwicklung davon. Verteidigung sinkt stark, sehr gut. Oh, Stromstoß, das ist so cool. Holy shit! Ja, natürlich war es auch noch ein Volltreffer, wer hätte das erwartet. Okay, aber es wurde durch den Rückstoß verletzt. Gucken wir mal, ob wir das noch besiegen können. Oder ob dann einfach das Pokémon drauf geht. Nee, haben wir es geschafft. Sehr gut. Stahl ist doof. Nein. Tintantel. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist. Muss ich ehrlich sein. Aber wir gucken uns das auf jeden Fall mal an. Ah. Nicht sehr effektiv. Ah, Eisenstachel wirkt. Kannst eine Bodenattacke. Das macht erstmal Fluch. Okay, warte mal. Machen wir es mal anders. Mal die Vedra. Blattgeißel. Das ist uncool. Aua. Machen wir ein Erdbeben. Ja, das macht ja auch gar keinen Schaden. Holy shit. Gyroball ein. Okay. Der ist tatsächlich mal ein bisschen fordernder. Ich habe halt nichts Gutes gegen Stahl-Pokémon, ne? Es hat Pflanzestahl. Gucken wir mal. Hätte ich jetzt gesagt, dass es irgendwie sowas, so eine Mischung aus Pflanze und Stahl ist. Ah, der Eisenstachel wirkt halt, ist aber nicht so schlimm. Das macht nochmal Fluch. Angriff und Verteidigung steigen, das ist halt kacke. Oh Gott, das ist nervig. Ich habe die Befürchtung. Okay, es macht nochmal Fluch, okay. Oh, ist klar. Schnabel. Okay, damit ist das Vieh down.
Ich weiß halt nur gerade eins nicht, und zwar welches Pokémon ich einsetzen soll, um es zu... Alter, der hat nur Stahl-Pokémon, ne? Okay, ich mach mal Folgendes. Ich opfer mal Schalker. So, dann werde ich einmal mit einem Top-Beleber die Beldra wiederbeleben. Next Strike, solltest du wahrscheinlich one-shotten, oder? Ja, alles klar. Dachte ich mir schon. Ich kann halt Felinara leider nicht einsetzen. Nur die Beldra. Die Musik ist episch. Die finde ich gut. LOL, ist viel lebt noch? Das Robustheit oder sowas? Nee, Eisenschädel. Chill doch mal dein Leben. Warum musst du denn so viel Damage? Erdkräfte hinterher. So, was ist dein letztes Pokémon? Pantinara, ja. Ach so, das ist das. Ah, das ist dieses Dingsvieh, das Elefantenvieh, ne? Ich glaube, das ist Boden als zweites, aber ich bin mir absolut nicht sicher. Los, mach mal deine Dynamaximierung. Wahrscheinlich ist es ja. Oh, es ist aber keine Giga. Doch, es ist eine Giga. Ja, lauf mal weiter. Hast auf jeden Fall besiegt. Das hast du auf jeden Fall geschafft. Ich hoffe jetzt ganz stark, dass es tatsächlich Boden ist. Ich bin mir absolut unsicher. Ich habe keine Ahnung. Das ist 57. Aber bringt ja nichts. Ich muss es probieren. Es ist halt auf jeden Fall Stahl, aber es ist halt die Frage, ob es halt zusätzlich auch wirklich noch... Boden ist. Das macht auf jeden Fall ganz guten Schaden. Das auf jeden Fall. Jetzt regnet es auch noch. Chinese. Psycho-Attacke. Jetzt haben wir wirklich fast alles auf dem Feld, ne? Es regnet, es liegen irgendwo Stahlstacheln rum und... Na, aber das war's. Sehr gut. Perfekt. Jetzt. Er klatscht. Ich gebe eine 11.000 Pokédollar. Und Schalkwap entwickelt sich. Es ist zwar besiegt, aber es entwickelt sich. Why not?
Mibrane. Höchst beeindruckend. Die geile Region, dich für die Arena-Challenge empfohlen hat. Stahl ist halt kacke für mich, weil ich nichts Gutes gegen Stahl habe, weil ich keine Feuer-Pokémon habe. Wie viele Feuer-Pokémon gehabt hätte, die wäre ich durch den durchgelaufen. Hab ich leid. Unsere Energieprobleme muss so schnell wie möglich aus der Welt geschafft werden. Aus diesem Grund habe ich Endynalos erweckt. Aber es ist mir nicht gelungen, es zu bändigen. Delion hat euren großen Kampf hingeworfen, um mich zu retten. Es wäre ein edler Ritter erschienen. Lul. Die Prinzessin von den Bismarck-Chats. Ach, bist du die Prinzessin? Ja, das ist aber eine komische Prinzessin. Ich liebe es, große Reden zu schwingen. Ich weiß. Langsam wollte ich wirklich einen Schlussstrich ziehen. Der Cem hat sich bestimmt gefangen. Wenn du neugierig bist, kannst du gerne mit dem Lift zu ihm hochfahren und was ich auch mitgehen habe, oder? Vor allem Hopp hat den Feuer-Pokémon, Mann. Das ist. Ach ja, Change gelernt, deswegen bin ich uns gut, die sie ins Leben gerufen haben. So, was sagen meine Pokémon? Meine Pokémon sagen, sie sind immer noch besiegt. Alter Schädel, ey. Das? Fast. Nicht aber lieber, weil ich nicht weiß, was mich da oben erwartet. Möchte ich gerne einmal, dass meine Pokémon alle wieder komplett voll geheilt sind. Bevor ich da hochlatsche.